bin Dr. Ecker von Hirschhausen und ich empfehle als Arzt den Podcast Sauna Club Susanne. Erster Link in der Infobox. Auschecken. Ich brauch mehr Strom. Komm vorbei, mein Bungalow. Ich hab Snacks für die Late Night Show. Und damit willkommen zu Das beantwortest du nie. Heute mit Lara Loft. Lara, wenn man dich noch nicht kennt, du bist oft im Rocket Beans Universum zu sehen und warst auch schon bei The Voice of Germany und synchronisierst ganz viel, was man natürlich an deiner zauberhaften Stimme auch hört. Schreibt jetzt schon mal Fragen, Vorschläge für die nächsten Folgen in die Kommentare. Die werden wir natürlich dann alle durchlesen und dann auch nehmen. Also fühlt euch gedrückt und fühlt euch ernsthaft wahrgenommen. Raus damit, sag ein sehr fieses Wort, welches du noch nie öffentlich gesagt hast. Oh, das ist schwierig, weil ich habe schon ganz viele fiese Wörter öffentlich gesagt. Pimmel, Arschloch, Sau. Das ist doch nicht fies. Doch, das ist fies. Findest du das fies? Ich hätte jetzt wirklich ein fieses Wort gesagt. Ja, also gerne. Oh, das ist aber so ein Wort, was ich allgemein niemals sagen würde, wäre das Wort Arschkrampe. Oh, auch gut. Das musste ich mal tatsächlich, ich hatte mal eine Voice-Line in einem Computerspiel und da war halt das englische Line, you son of a... Und dann war das die Übersetzung, du Arschkrampe. Und ich war so, okay. Was für ein Spiel war das? Weißt du? Das war jetzt nicht fies, aber... Darf ich das sagen? Ich glaube, es war Far Cry. Mhm. Aber es wäre jetzt nicht das fieseste Wort, was ich was nicht... Was wär's denn? Fotze. Ah, okay. Aber das ist echt ein ekliges Wort. Das ist furchtbar. Ich finde, das ist das schlimmste Wort, was man sagen kann. Ich habe noch ein schlimmeres. Geringverdiener. Okay, sei ehrlich. Nenne drei Gründe, warum du jedem davon abraten würdest, mit dir zusammen zu sein. Mein nerviges Gesangstourette. Komm vorbei, mein Bungalow. Ansonsten, manchmal bin ich sehr unkonzentriert und kann nicht zuhören, obwohl ich gerne zuhören möchte. Mhm. Vielleicht ist es auch so ein ADHS, was dann reinkickt. Und selten mal ungewollte Unpünktlichkeit. Aber dann sind das so 5 Minuten. Aber das ist trotzdem schlimm. Ich kann es mir nicht so oft erlauben, weil ich morgens früh raus muss, aber so am Wochenende bleibe ich gerne voll gerne mal so bis 3 auf. Bis 3? Das ist so meine Standard-Schlafenszeit. Ja, ist das so? Ja. Ich finde das schon recht spät. 3, 4 Uhr. Ich esse sehr gern Knoblauch. Ganz viel in fast jedem Gericht. Und ich kann schlecht küssen. Ich kann schlecht küssen. Das sind 3 Gründe. Stell dir vor, dein Browserverlauf wäre eine Filmhandlung. Worum ginge es? Bei mir ging es um eine Nachhilfelehrerin mit einer Brille, wo keine Stärke drauf ist, die ein Abenteuer erlebt mit 3 verschiedenen Kerlen und 2 verschiedenen Frauen, die sich Markenklamotten währenddessen tragen und Wetten, das gucken. Also wenn man aktuell guckt, dann wäre es, glaube ich, eine Katze, die sich ganz viel Kram kauft und dann wird aus ihr eine Computerspielfigur gemacht, die in einem futuristischen Computerspiel Waffen schwingt und auf 2 Beinen läuft und dann... Du hast ja also Waffen bestellt. Okay, alles klar. Erzähle uns von deiner mit Abstand schlimmsten Date-Erfahrung. Was bist du für ein Date-Mensch? Bist du nervös vorher? Oder bist du gechillt? Ich muss erst mal viele Jahre zurückdenken. Erzähl du erst mal. Ich bin gerade ganz schlecht. Ich muss erst mal nachdenken. Ich habe so etappenweise dann mehrere Dates gehabt. Da war ich, glaube ich, 18, 19. Hatte ich eine Dame bei mir zu Gast. Und sie wollte dann auch mit mir so kuscheln und sowas. Und ich habe total abgeblockt, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Aber ich habe mich dann so 2 Jahre später gefragt. Die Frau hatte dann voll den Glow-up. Und da habe ich das total bereut, dass ich da nicht drauf eingegangen bin. Das habe ich lange Zeit bereut, dass ich mich da so dämlich angestellt habe. Und ich weiß noch, ich habe mich total dämlich. Komm, schlaf doch bei mir im Bett. Ich so, nein, ich schlafe auf dem Boden im Schlafsack. Ich habe dir total Scheiß abgezogen. Voll Kacke. Mir ist tatsächlich was eingefallen. Ich hatte mal jemanden kennengelernt, ich glaube durch einen Freundeskreis oder so. Das ist Jahre her. Und wir haben dann Nummern getauscht und haben wochenlang miteinander geschrieben. Jeden Tag, jeden Morgen schon von guten Morgen, na, wie geht's dir und so, wünsche dir einen schönen Tag. Also alles erzählt, so viel. Mhm. Einfach wirklich, wir wussten alles voneinander. Und dann kam das erste Treffen. Ah, okay. Mhm. Und dann war es so. Man hat alles schon erzählt. Oder? Man hat sich schon alles erzählt. Und es war wirklich, wir saßen in der Bar und es war ein Schweigen. Und es war so unangenehm. Es war wirklich ganz, ganz, ganz unangenehm, dass wir nach diesem Abend nie wieder geschrieben haben. Boah. Ich glaube, wir haben uns auch gegenseitig geghostet, wirklich. Ganz, ganz schlimme Erfahrung. Welche Emojis benutzt du, wenn du schweinische Nachrichten verschickst? Es gibt jetzt einen neuen Emoji, der so schmilzt. Bei mir ist es der Smirk.
Feuer, Flamme, ich meine, dieses Aubergine und das Spritzen ist ja ein bisschen... Das ist die Wohnung. Wer macht denn das noch? Und was steht in diesen schweinischen Nachrichten? Ich habe noch nie in meinem Leben so richtig offensiv was geschrieben, kommt zu mir und dann passiert das und das, noch nie in meinem ganzen Leben. Ich versuche gerade zu überlegen, ohne irgendwelche Details zu nennen, private Details. Ja, bei mir sind es dann keine Nachrichten, das sagt man sich dann halt von Gesicht zu Gesicht oder so, aber... Gestehe deine ekligste Eigenschaft. Eklig? Ich kann mir die Zähne putzen und mir gleichzeitig die Fußnägel schneiden. Ich kann das tatsächlich wirklich. Und ist das eklig? Eklig? Ist das eklig, wenn man das und macht? Dann flippen sie so auf deine Zahnbürste und dann... Nein, benutzt als Zahnstocher. Nee. Oh. Nee. Wenn ich schneide seine Hornhaut mit der Küchenschere ab. Hat sie sogar schon mal zugegeben. Pupsen, wenn keiner hinhört. Welches Kleidungsstück an deinem Gegenüber findest du am schönsten? Dein wunderschönen Rollkragenpulli. Ich hätte gedacht, das Tuch. Das Tuch war eigentlich alles voll schön an dir. Ich finde dein Game 2 T-Shirt natürlich toll. Auch mit dem Funk, mit dem Funkbanner an der Seite. Das gefällt mir besonders gut. Und welche? Oh, das ist schwierig. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Uhren. Also ich bin generell kein Uhrenfan und von diesen. Aber die ist schön. Was findest du bei mir am hässlichsten? Sei ehrlich, ich kann alles ab. Fotze. Sag ruhig was. Dann kann man das zum Tuch sagen. Ja, okay. Weil es ist schön und hässlich zugleich. Ja, das trifft auch mich zu. Aber also es kommt darauf an, womit man es kombiniert. Ne? Ja, so. Nicht mit dem. Für was oder wen nimmst du dir viel zu wenig Zeit? Fußmassage. Ich möchte zur Fußmassage gehen. Geil. Fußmassagen sind so toll. Das dafür heißt, nehme ich mir tatsächlich richtig viel Zeit. Ja? Ja, ich investiere voll viel in Masseure und so. Ja? Jeden das ist Monat. Total gut, lass oder? Ich mich irgendwie massieren. Nee, das brauche ich auch. Bei mir ist es Sport. Ja. Ich muss Sport machen. Ich habe wirklich, seitdem ich nach Berlin gezogen bin, sehr viel zugenommen. Mhm. Ich sage mal, Berlin hat Kalorien. An welchem Reality-Trash-Format würdest du teilnehmen, wenn du müsstest? Ich würde zu Are You The One gehen, ist mein persönliches Guilty Pleasure. Das sieht einfach nach Party aus. Sie feiern einfach Partys und müssen sich dann irgendwie zuordnen. Da wäre ich dann dabei. Ja. Son of a... Mhm. Zählt Dschungelcamp als Trash-Format? Ja, ich hab, irgendwie hätte ich mal Bock, da mitzumachen. Ja? Und auch so diese Ekel-Challenges zu machen. Ich weiß, keine Ahnung, ich hätte irgendwie... Irgendwie sehe ich mich da einfach nur nicht. Ich sehe mich da nicht, aber ich hätte einfach mal Bock, das zu machen. Ja, so. Sag niemals nie, aber ich glaube, wenn man so vor dem Fernseher sitzt und dann siehst, wie die zum Beispiel diese Raupen essen, denkt man sich, oh, das ist so schlimm, kann es ja nicht sein. Aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich extrem eklig. Wann hast du das letzte Mal gekotzt und warum? Das kann ich sogar sagen, es ist so gar nicht so lang her. Ben und ich waren vor ungefähr einem halben Jahr mit einem alten Freund, den wir ewig nicht gesehen haben, was trinken. Und am nächsten Tag hatten wir einen Dreh mit Slavik. Und hatte ich so einen krassen Kater. Und da habe ich hier vorne in unserem anderen Raum gekotzt einfach. Finger in den Hals, ich muss es selber rauskriegen. Oh Gott. Wirklich, wirklich, da ging es mir hundeelend. Ich weiß, also ich habe irgendwie im Kopf, dass es gar nicht mal so lange her ist, aber ich weiß nicht warum. Ansonsten fällt mir ein, ich habe mal... nach einer Party bin ich so einen ganz dunklen Waldweg mit Leuten langgelaufen. Das war so der Weg zu den Taxis. Mhm. Und dann kam ein Schlagloch und bin ich umgeknickt und habe mir einen Bänderriss geholt. Bin dann aber noch weiter feiern gegangen. Und dann bin ich irgendwann schlafen gegangen. Am nächsten Morgen sah mein Fuß so schlimm aus und es tat so weh, dass ich voll reiern musste. Erzähl eine Lüge und eine Wahrheit, ohne aufzulösen, welche Aussage wahr und welche gelogen ist. Okay. Mhm. Ich habe jahrelang World of Warcraft gespielt und ich habe jahrelang FIFA gespielt. Spannender geht's kaum. Ich habe eine Beziehung im Habbo-Hotel geführt. Ich habe eine Freundin gehabt auf Schüler-VZ, aber ich habe sie nie wirklich gesehen. Wovor hast du das letzte Mal panische Angst? Spinnen! Hast du echt so eine Spinnenphobie? Ich habe ganz schlimm Spinnenphobie. Echt jetzt? Auch so kleine? Ja, wirklich widerlich, ja. Boah, ganz nee. Ekelhaft. Keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit immer total viele Albträume, dass irgendwie jemand stirbt, den ich kenne. Ja. Das war ganz, ganz schlimm. Ah. So, Freunde, das war für die Sarah Loft. Ja! Und gibt's ein tolles Video von Game 2? Ich bin ein besoffenes Schnuffeltuch. Und unten gibt's die letzte Folge, das war's, was du siehst. Lass den Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und die Glocke. Gib mir die Medaille!